Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Community Server und heute mal etwas kleinere Runde, nicht ganz so klein, schon einige Leute da, aber Arctic liest am besten einfach mal vor, wer denn eigentlich gerade am Start ist. Ja, mit am Start der Ghost Gamer, Eike, John, Jumpspin, Marius, Oliver Kapteiner, Profit und der Rake / Zockerbag und natürlich der Guten. Jo, hallo. Achso, der ist auch dabei. Wer hat gedacht, das Guten da ist? Hab ich. Man sagt ja auch immer, der Esel kommt immer zuletzt. Nee, ich bin eigentlich nicht da, sondern hier. Ah. Och Mensch, tut mir leid, dann habe ich das verwechselt. Also, ich hatte gedacht, da hast du wohl einen Fehler gemacht. Also, nee, nee. Da kann ich dich demnächst aber nicht mehr Namen vorlesen lassen, wenn du so solche Sachen reißt. Ich hab doch so lange darauf hingearbeitet. Wein nicht so. Hattest du viel. Endlich mal so eine vertrauensvolle Arbeit? Ja. So, wo fahren wir denn mal hin? Ich glaube, ich fahre erstmal zu Feld Q, P. Da habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Silage, wie weit seid ihr bereits? Kommt mit einem vollen Anhänger zurück. Passwort. Wir brauchen noch 3% für dieses Silo, dann kannst du gleich weiterfahren. Also für den TS-Channel. Wir brauchen nur 3% und dann kannst du gleich Henrik zum ist ja gerade auf dem Server. Wahrscheinlich möchte er mit Dingens fahren zu so. Kuhweide. Da ja, warte, dann ziehe ich den eben, wenn das der Hendrik ist. Ja, der Hendrik. Von manchen gibt es ja mehrere Exemplare. User was moved to your channel. Moin. Hi. So, dann wollen wir mal ein bisschen hier miedern mit dem großen Big M. Ja, machen. Dann schnappe ich mir gleich mal den Zedder und dann Zedder machen wir noch. Was ich im Moment auch von einigen hier gehört habe, wollt ihr eigentlich mittlerweile wieder eine neue Map oder wie ist das? Weil einige haben mich jetzt häufig gefragt, ob man... Die kann noch ein bisschen bleiben. Ja, mir ist es eigentlich egal. Okay. Mir ist es auch egal. Hauptsache, ich finde, die kann noch ein bisschen bleiben. Aber die Map kann echt noch bleiben. Die ist eigentlich ich finde die Map echt schön, deshalb also von meiner Seite aus... Gut. Was ein Monat ist ja jetzt auch noch nicht so extrem viel. Ja. Aber sonst ist alles was geil. War eigentlich letztes los, wo die ganzen Träger und alles unsichtbar waren? Das war irgendwas mit dem Self-Game, da haben wir dann das Self-Game. Was habt ihr eigentlich schon Finale für diese Map geplant? Nö. Ich hab da nämlich eine Idee, haben wir heute Morgen hier im TS es uns überlegt. Vielleicht fällt 27 komplett mit Gras und dann und dann Gras, also Grassilage machen? Ich hatte oder jetzt eher an Einreiher Kartoffelernte gedacht. Ja, irgendwie. Ich muss sagen, ich hätte ja mal Bock auf Rüben, weil Rüben haben wir ewig. Also ich zumindest habe schon seit einem halben Jahr keine Rüben mehr gemacht in LS. Ich habe noch nie Rüben gemacht. Wir haben auch da gibt es so geile Mods für vor allem. Ja, und da zum könnte man Europa reinnehmen. Und dann. Wobei ich, wenn wir die Röper, wenn wir die Europa reinnehmen. Könnte man dann echt drüber nachdenken. Irgendeiner hat hier extremes Echo, Henrik. Sorry. Ja, auf jeden Fall, da könnte man dann drüber nachdenken, einfach mal alles andere vom Spielstand runterzunehmen. Dann einfach nur, was weiß ich, 10.936 zum Abfahren und dann halt die Europa-Sachen, weil die kosten doch schon ordentlich Performance und ich glaube, das könnte sonst auch Probleme geben. Aber vielleicht das als Abschluss der Map vielleicht. Ja, das wäre eigentlich mal ganz nett. Da hätte ich das auch echt mal Bock drauf. Da können wir vielleicht auch einen Livestream draus machen. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Muss man nur immer gucken mit Livestream. Ja, meine Internetleitung und so, das ist immer nice. Nicht ja, vielleicht. Vielleicht ist auch irgendein, der das für dich übernehmen könnte. Ich könnte mal Markus fragen. Stopp! Der hat da ja für die Bandbreite. Das kriegt der ja locker gewuppt. Du kriegst ja auch ein Rohmaterial. Was hast du von der Internetleitung, Guten? Hm? Was hast du von der Leitung? 16k. Ah, was hat Markus? 150 oder sowas, ja. Boah, bei dem läuft. Ja, er wohnt halt in Wien, da ist das ja mega geil. Da kannst du ja. Hast ja freie Auswahl. Hier, wo ich wohne, ist ja mehr so. Nacht. Kannst du froh sein, wenn du 16.000 hast. Ja, ich wohne auch in einem 600-Leute-Kaff und hab DSL. Ja, was für eine DSL dann? VDSL. 50 Mbit. Ja, das ist ja eigentlich auch ganz nice. Aber es ist halt auch irgendwie verschieden, je nachdem. Hier sind auch Spar- und Straßenarbeiter, kriegst du 50 oder 100.000 und Straßen, 96%. Da gehen 2.000. Das ist bei uns genauso. Bei uns gibt's von Glaskabel bis Bambusleitung alles. Ja. Ja, fahr, übernehmen. Guck mal, cool. Wo der Zedder ist. Oh, wir brauchen noch ganz wenig. Wir brauchen noch ganz wenig, dann haben wir hier fertig. Hättet ihr eigentlich mal Bock auf Oldtimer?
Ja. Jo. Hab ich schon mal gespielt mit dem. Aber Oldtimer ist als DLC, ne? Ja, Oldtimer DLC und halt ein paar Oldtimer Mods. Ja, beim Oldtimer DLC. Aber nicht ist diese russischen Krimskrams alte Maschinen. Nee, ich denk mehr so an ja, nicht los, so. Mach runter. Die alten Deutsch. Da muss man sicher das kaufen. Deutsch und sowas. Das Klassiker ist kostenlos. Achso. Das kannst du sich gratis runterladen. Ja, auf dem Mod-Hub gibt's das. Ja. Das ist auch eigentlich echt eine schöne Sache. Ich stecke fest. Ist auch schon über ein Jahr raus. Weiß jemand, wo, Das ist doch ziemlich am Anfang direkt gekommen, ne? Also ganz zu Anfang von LS schon. Ja, das waren 3-4 Monate danach kam das irgendwann. Ja, okay, ich hab mir LS auch nicht direkt zu Release. Kommst du mal? Das war das Dankeschön von Giants, dass die Spenden zusammenkamen für den Dedicated Server. Dann haben die gesagt, hauen wir das Classica DLC kostenlos raus. Ja, das muss also die Zeit gewesen sein, als ich angefangen habe mit. Weil das Classica DLC gab es ja auch für den LS11er. Nur für den LS11er hat das Geld gekostet und für den 13er haben sie dann halt gesagt, okay, wir bauen das oben für den 13er kostenlos, wenn die Spenden zusammenbekommen für den Dedicated Server. Gut, denn? Gab ja beim Elva auch. Oder gab's. Ich meine, es gab auch beim Elva zwei Oldtimer DLCs. Deine Frage, weiß jemand, wo der Zeta steht? Einmal mit der Ballenpresse und so und halt. Ach so, ein kostenloses, genau. Ein kleines kostenloses, nur mit einer Ballenpresse und ein Oldtimer. Und dann gab es ein großes halt mit mehreren Schleppern und so weiter. Ja, genau. Das war's, meine ich. Ich hab doch dein Ding jetzt also. Jetzt holen wir den. Weiß jemand, wo der Zeta steht? Zeta mal vorbekommen. Ich glaube, da wo man spawnt, da steht er. Ja, nee, da kann ich eben nachgeguckt. Der steht auf dem Zurücksetzplatz. Das kann auch sein. Ab jetzt nur noch zur Kuhweide, okay? Die Silo ist voll. Ab jetzt der nur noch in der Halle, zu den Kühen, die Saatpaletten waren. Der Schwarz ist der Zetter. Guck gerade nach. Ich weiß nicht, wo der Zetter steht. Das wäre mal ganz gut zu wissen. Wo die Saatpaletten in irgendeiner Halle habe ich den, glaube ich, gesehen. In der Werkstatthalle, glaube ich. Los, ja, da, daneben. Also da drin, wo man spawnt, aber da stand er heute Morgen noch drin. Ja, daneben in die Halle, also da, wo früher die Saatpaletten drin waren. Mach voll! Wo ist denn das jetzt? Mach voll, los! Warte. Ich muss immer eben den Verteiler da rücken. Aber ich muss echt sagen, auf Rüben hätte ich echt mal wieder Bock, weil das auch was ist, was ich ewig nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, im Megaprojekt 1. Zu, ne? Ja. Guten, wollen wir dann mal Rüben-Equipment kaufen? Selbstfahrer. Ja, hier, wir kaufen kein Standard-Equipment, wir machen das mit Ropa-Sachen. Aber ja, ich glaube, das könnte man sich mal, weiß ich nicht, für den Office, vielleicht fürs nächste Wochenende oder so, für Mitte nächster Woche mal so überlegen, dass man... Meinst du nicht, das noch um eine Woche verschieben zu können? Ja. Geil. Weil nächste Woche kann ich nicht. Ja, zwei Wochen. Ich hab den mal schauen. User joined your channel. Hallo. Ihr nehmt doch, ja nicht mehr auf, oder? Weil doch, nee, doch, nee, doch. Nee, wir nehmen jetzt gerade wieder auf. Gerade wieder auf? Ja. Gerade als alle rausgegangen sind, haben wir uns gedacht, komm. Jetzt ist endlich wieder ein bisschen Luft, dann kann man wieder aufnehmen. Okay, das Silo ist zugedeckt, guten. Erstmal draufkommen, so, okay. So voll Aufnahme, geil. Aber wir, du movest jetzt wieder all hier rein. Nee. Das wäre ein bisschen. Olli, pass auf, ich muss den. Ungünstig. Ja, komme. Ich hol mir Geld und so wieder. Nein. Für alle Abfahre jetzt nur noch zur Kuhweide, bitte. Jo, dann mach dies. So. Henrik, wie voll bist du? 75. Alles geh aber klar. Dann auch wieder. Ich gebe jetzt mir. Fahr ich noch nicht hinterher. Irgendwie hab ich Bock, mal wieder den LS11er anzupassen, da. Das war mein LS11, war das erste LS, was ich hier gespielt habe. Meinst du, das gibt dir nochmal einen Kick oder was? Ja, zumindest so für eine Stunde so ein bisschen über die Map fahren, alte Sachen ausprobieren und dann ja, macht schon Bock. Die Map gibt's ja auch für 13, ne? Ja, aber die Map, ja. Um die Map geht es mir beim Elva am wenigsten. Aber so generell, zum Beispiel die Kuhweide, das war ja eigentlich der erste Teil, wo es wirklich Tiere gab. Ja, und wobei das war eigentlich auch nur so, man hat sie mit Gras gefüttert und dann... Ja, und Silage. Irgendwann ist man zum Hexen gekommen und dann hat man einfach nur Hexer gehäckselt und Gras gemäht und hat... Weil es einfach das meiste Geld gegeben hat. Ja. Ups. Und bist du bei Feld Q? Ich bin bei Feld Q, ja. Nächster Abfahrer kann rankommen. Okay, dann komm ich schon mal mit dem Z dahin. Dann kann ich schon mal anfangen zu zettern, weil ich denke mal, du hast jetzt auch schon ein paar Bahnen gemacht. Ja, ich hab schon... Falls ihr mal durchswitcht, solltet ihr merken, dass ein Fan festgefahren wurde. Hey, Marie ist auf dem TS. Marie ist auf dem TS, cool. Ein Fan ist festgefahren am Rand der Karte. Nein, der ist nicht mehr festgefahren. Ich hab ihn entpackt.
Ich wusste gar nicht, dass Mario Mann da ist. Dachtest du, deine Schwester lebt gar nicht mehr? Kannst du losfahren? Mit dem Ex mal bitte hier die ganzen Sachen hinbringen, ich verteile erstmal. Ach gut, ne, du bist auch immer zu spät zu den Aufnahmetermin, ne? Ja, ja. Jetzt schon über eine Stunde, ne? Ja, aber immerhin, wir haben schon eine Folge aufgenommen, also kannst du nichts sagen. Ja, nee, aber wenn du jetzt mal auf die Uhr guckst, dann weißt du ja, was eigentlich jetzt anstehen sollte. Ja, aber ich sag mal, das verschiebt sich jetzt um, ja, dann insgesamt eine Viertelstunde, ja. Aber ich glaube, das wird jetzt, ich sag mal, das werden wir so, glaube ich, lange Parts bei uns beiden Profis. Außerdem ist ja auch jetzt frei, von daher. Ich hab das Gefühl, dass der zweite Part auf jeden Fall deutliche Überlänge haben könnte. Ja. Ja, ansonsten, und wir haben den ersten Teil schon ein bisschen früher aufgegeben, oder? Na, es geht gerade eigentlich um Formel 1, weil wir nachher Formel 1 aufnehmen wollten in Barcelona. Barcelona ist irgendwie so, das liegt uns das. Wobei, entweder, glaube ich, wird es ein mega geiles Wochenende oder ein komplettes Desaster. Aber nichts dazwischen. Kommt das Wetter. Oh, coole Sache. Ich habe im Gedächtnis, dass Training und Qualifying, glaube ich, ein bisschen verregnet waren. Hui. In Quali-Regen ist böse. Boah, also im Rennen jetzt nicht, aber im Qualifying habe ich mich halt so ein kleiner Regengott. Grüner John, dir ist schon bewusst, dass du gerade nichts machst, ne? Ja. Ausgestellt, aber. Also hast du extra noch auf mich gewartet, ne? Ja. Hoffe mal, mein Lenkrad funktioniert gleich richtig, weil gestern hat es irgendwie Probleme gemacht. Also bei meinen Trainingssessions, okay, weil jetzt nicht wirklich ausführlich oder auch nicht wirklich mehrere, aber ja, auf jeden Fall hatte ich da keine Probleme mit meinem Lenkrad. Hatte ich ja auch letztens in der Aufnahme mal. Ich hatte jetzt kein Problem, dass es irgendwelche Ausfälle gab oder sowas, sondern einfach das Force-Feedback, also der Druck, der Gegendruck, der war einfach viel zu krass und hier habe ich es auch auf die Schnelle nicht umgestellt bekommen. War ein bisschen tricky. Und welche Strecke kommt jetzt eigentlich den Samstag hier, also das Wochenende? Achso, diesen Samstag kommt Bahrain. Ja, genau. Habe ich guten Freundchen, die. Kommt dann Barcelona, oder was? Barcelona, und dann kommt der große Preis von Monaco. Und dann haben wir die echte Formel 1 schon fast wieder eingeholt. Monaco. Eigentlich ging das jetzt übelst schnell. Generell, wenn ich mir so überlege, wir haben schon bald ein Viertel der Saison durch, ne? Ja, aber freut euch auf Monaco. Oh. Ja, guck mal, das wird eine Frontflügelschlacht, sag ich euch. Monaco ist das sechste Rennen und wie viele Rennen sind das? 18, 19? 18, ja. Ich will jetzt dann haben wir ein Drittel der Saison schon rum. Ein Drittel schon, boah, ist das krass. Wenn man sich mal den Part von, ich denke mal, die meisten werden hier den erkennen, der da mit dem Jay zusammengefahren hat. Ich glaube, den hat dreimal Frontflügel ab, Jay einmal. Und den hat auch noch zwei Strafen kassiert, läuft. Passt wie bei Kuhn in Malaysia. Ja, da ging es auch gut zur Sache. Strafe. Strafe mal zwei. Und direkt noch eine Strafe. Yay. Ich glaube, Spa ist dann auch nicht mehr so weit weg, ne? Boah, auf Spa freue ich mich schon richtig. Ja, aber wir waren im Winter bei meinem Vater da auf so einer Ultima Grand Prix. Und nicht die Sicht ist schlechter als auf dem Nürburgring. Wenn wir dann wirklich das machen, was wir uns überlegt haben, das könnte schon, also in 4 Wochen soweit sein, 5 Wochen. Ja, und ich glaube dann hänge ich mir so einen Beutel auf den Rücken. Ja. Vor allen Dingen ist das dann voll im Sommer. Der schmilzt mir mein PC weg, wenn wir das so durchziehen. Da rutscht das Lenkrad so zwischen den Händen durch. Aber ich glaube, ich werde das davon abhängig machen. Ich werde die Strecke vorher üben. Und wir machen das, glaube ich, davon abhängig, ob wir die beide gut können. Weil ich sag mal, wenn wir da beide wieso nichts reißen, dann ist es wahrscheinlich stinklangweilig. Da könnt ihr die Dinge auch direkt vor die Wand. Ja, wir hatten ja vor, 100% zu fahren. Wie viel Prozent hat der nächste Abfahrer schon? Ja, ich bin mal. Ich meine, Monaco könnte man das. Also, Monaco ist natürlich auch so was Prestigeträchtiges, wo man so ein Special mal machen könnte, aber da erkläre ich mich nicht bereit zu, ganz ehrlich. Ja, sorry, vor allen Dingen, ich glaube, so viel Frontflügel kann man gar nicht haben als Formel 1-Team. Wo ist der Klappfahrer? Da ist sauber, dann pleite danach. Ja, sind sie ja so schon mit mir da, was ich da denen schon alles. Also, wenn du es hing, vor allem die, wo man aufpassen muss, ist die erste Kurve, vor allem. Da ist noch so eine Kerne, ja, Vorstartziel ist auch wieder mies. Da steht so eine Pylone. Und, ja gut, Dina hat die jede zweite Runde eigentlich abgefahren.
Ja, die Kurve genau unten am Hafen runter. Ich hab, glaube ich, eine Schwimmer-Schikane wird witzig. Also, erstens, wer stellt die Dinger immer wieder auf? Und zweitens, wie viele Pylonen haben die auf Lager? Pylonen, ich sag mal, haben sie wahrscheinlich mehr als Frontflügel. Ja. Leute, mir ist aufgefallen, was wir mit dem ganzen Strom machen können, was wir vorher. Ja, ich hab schon mal so. Ich hab. Was denn? Ach, ich fahr gerade bei ETS einen Transport mit Überbreite und hab gerade den Abstand zur Leitplanke falsch eingeschätzt und dann hat sich die Ladung auf die Leitplanke draufgeschoben und das Ganze hat dann seinen Lauf genommen. Weißt du eigentlich, dass das eine mega geile Überleitung ist, weil ich habe auch was falsch eingeschätzt und wir haben jetzt Partende. Ich würde sagen, gut, dann machen wir mal im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Genau, wir machen dann morgen weiter und tschüss. Ciao. Ciao.